Vielen herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, eine Live-Sendung gewissermaßen. Nein, ich komme aus dem Modus nicht mehr raus. Wir mussten noch warten, es waren noch Gäste auf der Toilette. Ich freue mich riesig, dass Sie heute alle gekommen sind, so zahlreich, an einem Samstag, an einem Ferientag, bei wunderschönen sommerlichen Temperaturen. Ich habe noch nicht eine Depression bekommen, weil es draußen schönes Wetter ist, obwohl die Medien ja alles daran setzen, aus jedem einzelnen Sonnen- und schönen heißen Tag eine Art Vorboten des Weltuntergangs zu machen. Ich glaube, dass die Nachricht vom Weltuntergang überschätzt wird, vom unmittelbar bevorstehenden. Aber selbstverständlich müssen wir Sorge geben der Welt und unserer Gegenwart und unseren Ländern und unseren Gesellschaften. Eine riesige Ehre für uns, dass Sie alle da sind. Wir haben Gäste heute aus Bayern, Rheinland-Pfalz, Franken, Wels, Oberösterreich. Da kann ich jetzt kaum mehr mithalten. Ich sage immer, ich bin auch Zürcher mit Migrationshintergrund. Mein Vater kommt aus Witten, aus St. Gallen im Rheintal. Und meine Mutter allerdings ist in Deutschland geboren. Nein, schön, dass Sie da sind, auch aus dem Kanton Bern haben wir Gäste und Sie haben es vorgezogen, nicht im Gotthardstau zu stehen. Und das ist sehr gut. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich empfehle Ihnen gleich zu Beginn, abonnieren Sie diese Zeitschrift, falls Sie sie noch nicht kennen. Die Weltwoche ist Ihnen herzlichst empfohlen. Diese Veranstaltung ist eine Premiere nach 2 Jahren Corona-bedingter Quarantäne, Zwangsquarantäne. Konnten wir keine öffentlichen Veranstaltungen mehr machen, habe ich angefangen mit der Weltwoche Daily, das etwas übers Internet zu bringen. Aber es ist sehr schön, dass wir uns heute auch hier sehen können und wie ich am Anfang bereits gesagt habe, vor ein paar Minuten im Vorfeld beim Test des Geräts. Ich würde am Anfang ein paar Gedanken bringen, einen Vortrag machen und würde mich dann sehr freuen, wenn Sie nachher, wir haben auch ein Saalmikrofon, in die Diskussion einsteigen, dass wir vielleicht auch Themen noch ansprechen können, die ich im Vortrag nicht berührt habe. Ich rede Hochdeutsch, weil wir einfach durch eine Reihe von Gästen auch aus dem unmittelbaren Nachbarland haben und das ist auch schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Die Weltwoche steht für Meinungsvielfalt, für Diskussion, für Debatte, für Auseinandersetzung. Und das ist für mich heute einer der ganz großen Missstände, auch und gerade in der Schweiz, wo es das nicht geben dürfte. Dass immer mehr Leute sagen, man kann es anfangen nicht mehr sagen, man kann seine Meinung nicht mehr sagen. Wir hatten eine Veranstaltung mit der Weltwoche in Andermatt, in den Bergen, für unsere Leser. Da ist eine Weltwoche-Abonnentin mit dem Auto aus Dresden gekommen und ein Unternehmer aus Köln, ein Gartenbauunternehmer. Dann habe ich die gefragt, ja, warum seid ihr denn eigentlich da gekommen da für diesen Anlass? Also, wurde noch ein bisschen Golf gespielt. Ich bin zwar kein Golfspieler, aber wir haben auch noch so auf diesem Golfplatz mit dem früheren Skirennfahrer Bernhard Russi einen Anfängerkurs gemacht. Also ich habe den Anfängerkurs gemacht, er nicht. Und da haben sie gesagt, ihr wegen dem Golf gekommen. Da haben sie gesagt, nein, wir sind nicht wegen dem Golf gekommen. Wir sind gekommen, weil wir glauben, dass bei einem Fest, das die Weltwoche macht, bei einem Anlass, den die Weltwoche veranstaltet, dass man da noch frei reden kann und seine Meinung offen sagen kann. Jetzt will ich das nicht zu hoch hängen. Natürlich leben wir nicht in einem Staat, wo überall eine Big Brother Kamera ist und man sofort verhaftet wird, wenn man irgendetwas sagt.
Aber es ist so, dass dieses ganze Spektrum der Meinungsäußerungsfreiheit, das wird immer kleiner. Wir haben es gesehen bei der ganzen Corona-Zeit. Jeder, der da die Regierung kritisiert hat, den hochwohllöblichen Gesundheitsminister, ist sofort in die Ecke der Wissenschaftsfeindlichkeit gedrückt worden. In Deutschland haben sie jetzt ein Gesetz gemacht gegen die Delegitimierung des Staates. Da hat mir ein Arzt aus Ost-Berlin früher gesagt, den ich auf dem Flughafen gesehen habe, hat er gesagt, also ich kenne Sie aus dem Fernsehen. Haben Sie das mitbekommen? Dass wir jetzt in Deutschland ein Gesetz haben, dass wenn man irgendetwas, wenn man den Staat kritisiert, dann kann man verhaftet werden oder gebüßt werden wegen Delegitimierung des Staates. Das hatten wir auch in der DDR, so einen Paragraphen. Das kann es doch nicht sein. Und ich will jetzt nicht behaupten und das gleichsetzen und hier über Deutschland etwas sagen. Aber das sind so Zeichen. Und wenn Sie in der Schweiz schauen, die ganze Corona-Diskussion oder jetzt mit diesem Krieg in der Ukraine, wo ja verständlicherweise, meine Damen und Herren, die Emotionen hochgehen, wo wir alle empört sind über so einen Angriff, wenn da plötzlich die Russen mit ihren Panzern einmarschieren in einem unabhängigen Land. Das ist ja klar, dass das findet ja kein Mensch gut. Das wird ja verurteilt. Aber die Frage ist doch, meine Damen und Herren, wie reagieren wir als Gesellschaft, als Schweiz? Was machen unsere Politiker? Was ist die kluge Politik, wenn so ein Krieg passiert? Und da spüren wir eben, dass jeder, der eine andere Meinung bringt, wenn man heute die Neutralität verteidigt, wenn man sagt, die Schweiz darf keine Partei ergreifen, auch nicht in diesem Krieg. Ah, wir sind auch so ein Putin-Versteher, hä? Wir sind auch so ein Putin-Freund, hä? Schon die Russenfahne zu Hause aufgehängt, Herr Köppel, Moskau einfach. So hat mein Vater gesprochen, 1972, ich kann mich genau erinnern. Wir waren in Spanien in den Ferien, 3-Sterne-Hotel, in Mallorca, Colonia San Jordi. Ja, ach. Damals hatte mein Vater noch Geld, konnte in die Ferien, in der Colonia San Jordi. Da waren wir am Frühstück, mein Bruder hatte so lange Haare. 1972. Thema war der Vietnamkrieg. Sagt mein Bruder zu meinem Vater, mein Vater Jahrgang 21, Rheintaler, Ostschweizer, katholisch-konservativ, also ein bürgerlicher, Zweiter Weltkrieg noch an der Grenze gestanden, Kavallerie, wir hatten den Dolch auch noch zu Hause an der Wand, General Gison und Säbel, vermutlich nicht der Säbel meines Vaters, aber hat die trotzdem aufgehängt, weil es gut aussah. Da hat mein Bruder mit meinem Vater diskutiert, hat mein Bruder gesagt, weißt du, Papi, dieser Vietnamkrieg, der ist doch ein Riesenskandal, wie die Amerikaner da diese Brandbomben herunterwerfen auf diese Dörfer, die verbrennen ja Kinder. Das ist doch ganz schlimm, was die Amerikaner da machen. Vater gesagt, du hast doch eigentlich da dein Zimmer aufgeräumt. Und sagt mein Bruder, ja, jetzt musst du da nicht so ausweichen. Das, ne? Jetzt sag doch mal was, findest du denn das in Ordnung, was die Amerikaner da machen in Vietnam? Du solltest dann mal die Haare schneiden langsam, jetzt reißen langsam. Und dann mein Bruder, so jetzt, aber du kannst doch nicht einfach, kannst du mir jetzt bitte einmal sagen, was du davon hältst? Und dann habe ich gemerkt, mein Vater, sowieso etwas leicht höherer Blutdruck, hat also einen roten Kopf bekommen und hat gesagt, so, jetzt noch ein Wort und dann Moskau einfach. Und heute habe ich ehrlich gesagt das Gefühl, wenn ich die Zeitungen lese in der Schweiz oder die Äußerungen gewisser Politiker oder Journalisten im Fernsehen höre, als ob die ein Drehbuch haben, das mein Vater geschrieben hat, einfach zur heutigen Situation. Also meine Damen und Herren, Sie verstehen das richtig. Es geht darum, dass wir die Diskussion offen halten, dass man unterschiedliche Meinungen sagt und auch falsche Meinungen sagen darf. Selbstverständlich gibt auch falsche Meinungen. Die muss man aber nicht verbieten, sondern die muss man widerlegen. Und wenn wir in Zeiten leben, wo man anfängt, Meinungen zu verbieten, wo die Journalisten plötzlich zu so kleinen Inquisitoren werden, die merken es dann richtig, wie die Betriebstemperatur, wie die Luft gefriert, ist nicht hier drin. Hier ist schön warm, weil wir eben eine offene Diskussionskultur haben. Gibt es eben Reibung, gibt es Reibungsenergie, wenn man diskutiert?
Aber wenn Journalisten plötzlich anfangen zu sagen, nein, nein, das darf man dann nicht sagen. Nein. Mit dieser Meinung machen sie sich unmöglich. Dann haben wir eine gefährliche Entwicklung in einer demokratischen Gesellschaft. Denn Demokratie, meine Damen und Herren, und das ist meine wichtigste Überzeugung, Demokratie heißt Vielfalt vor Einfalt. Demokratie ist die Staatsform der Alternativen. In der Demokratie müssen Sie immer eine Auswahl haben zwischen verschiedenen Sichtweisen. Wenn Sie das nicht mehr haben, wenn man Ihnen vorgaukelt, es gibt nur noch eine Richtung, und wenn Sie eine andere haben, müssen Sie sich schämen und am besten das gar nicht sagen, dann sind wir nicht mehr in einer Demokratie. Und dann hilft dann Jammer nichts. Und dann ist da wie die zwei in der Muppet Show im ersten Stock. Stettler und Waldorf, die ganze Zeit sagen, mein Gott, ist das ein schlimmes Theater, was da unten aufgeführt wird. Ganz übel. Es gilt eben dann nicht, die Faust ins Sack zu machen. In der Schweiz ist der Bürger, ist die Bürgerin der Chef. Und wenn wir das Gefühl haben, dass die Politik sich in die falsche Richtung bewegt, dann müssen wir selber in die Hosen steigen und unsere Verantwortung wahrnehmen. Gell, Nike, in der Firma ist es auch so, als Chef. Wenn die Angestellten nicht das machen, was sie machen müssen, dann muss der Chef seine Verantwortung wahrnehmen und sagen, so, jetzt geht's, das ist aber wichtig. Und in der Demokratie sind Sie der Chef. Sind wir der Chef. Und darum müssen wir schauen, wenn solche Fehlentwicklungen stattfinden, dass sie korrigiert werden. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich mich gegen alle Ratschläge aus meinem Umfeld, gegen den Ratschlag von Christoph Blocher, gegen alles, meine Frau sowieso, meine Freunde, sofern ich überhaupt noch Freunde hatte, die nicht schon die Phrasenseite gewechselt haben aufgrund von gewissen Artikeln, die man, weil sie eben auch Mühe hatten zum Teil damit, die haben mir auch gesagt, niemals in die Politik und schon gar nicht in diese Partei. Da habe ich gemerkt, dass da stimmt auch etwas nicht mehr an diesen Reaktionen. Da habe ich gesagt, nein, du kannst nicht einfach nur immer herumstehen und schreiben aus deiner geschützten Werkstatt heraus, wir sind ja Theoretiker etwas im Journalismus, da musst du halt selber in die Hosen steigen und versuchen, so gut du das kannst, einen Beitrag zu leisten. Und für diese heutige Veranstaltung, meine Damen und Herren, die war nicht geplant als Einzelvortrag. Ich wollte hier eine Diskussion machen, ein Streitgespräch. Und zwar mit meinem Kollegen Henrik Broder. Haben Sie vielleicht mitbekommen, Henrik Broder hat 15 Jahre lang in der Weltwoche geschrieben, der durfte, ohne dass wir ihm je ein Komma geändert haben, 15 Jahre in der Weltwoche seine Artikel schreiben. Hat super Sachen geschrieben, wo ich gejubelt habe, hat Artikel geschrieben, wo ich in die Tischkante gebissen habe, zum Beispiel über die schweizerische Neutralität, dass das ein kriminelles politisches Geschäftsmodell sei. Das hat er alles geschrieben, das haben wir alles gemacht. Jetzt aufgrund dieses Kriegs hat er gesagt, hey, das geht gar nicht. Ich kann zwar schreiben, was ich will, aber mir passt nicht, wenn andere noch etwas anderes darüber schreiben. Da habe ich gesagt, hey, ich kann dir nicht dir die Freiheit geben, und dem anderen die gleiche Freiheit verweigern. Das geht ja nicht. Und wenn irgendeiner etwas einen Seich schreibt, einen Mist, dann musst du halt einen Gegenartikel bringen und das wieder zurechtlegen und zurechtrücken. Das Ringen ums beste Argument. Und ich habe ihm dann gesagt, schreib einen zweiseitigen Artikel, leg alles hin, was dir nicht gefällt, was ich falsch schreibe, schreib gegen mich, schreib, was ich für einen, wo ich falsch liege. Zwei Seiten, da kommt plötzlich, ich bin dann mal weg. Da habe ich gesagt, du, aber so habe ich es mir jetzt auch nicht vorgestellt, lieber Henrik. Das ist wie in dieser Szene, kennen Sie das? Titanic, beim Untergang der Titanic, war ein ganz berühmter Millionär, nach heutigen Vorstellungen Milliardär, in der Whiskybar, als die Titanic den Eisberg gerammt hat. Johann Jakob Astor. Dann rumpelt es, Eisberg gerammt, sagen sie, wir haben einen Eisberg gerammt. Dann sagt Johann Jakob Astor mit dem Whiskyglas in der Hand, also ich habe Eis verlangt, aber das hier ist lächerlich. Und so habe ich es mir nicht vorgestellt mit dem Eis. Und so ist es mir ein bisschen gegangen wie Johann Jakob Astor, wobei wir auch keinen Eisberg gerammt haben.
Also ich hätte ihn gerne eingeladen, er hat mir ursprünglich zugesagt. Dann hat er wieder abgesagt, hat gesagt, er sei zu erschöpft. Dann hat er aber, habe ich dann gesehen, er ist offensichtlich erschöpft, aber nicht so erschöpft, dass er nicht der NZZ ein zweiseitiges Interview, ein erschöpfendes Interview geben konnte. Also bin ich heute alleine hier. Ich bitte um Entschuldigung, ich hätte gerne ein Streitgespräch gemacht. Aber Sie sehen an dem, die Meinungsvielfalt ist unter Druck. Wir müssen sie verteidigen. Noch ein Beispiel aus jüngster Zeit. Ich bin da eingeladen worden, in der Gemeinde Dürrenäsch, um die erste Augustrede zu halten. Und dann hat der Präsident der örtlichen Sozialdemokraten gesagt, nein, aber ein Köppel, der dürfte da nicht auftreten lassen, da. Diesen Moskau-Einfach-Typen da, mit seiner Meinung. Was geht dann gar nicht? Riesending, Riesenartikel da in der Aargauer Medien, hat er überall Anfragen bekommen. Und plötzlich bekomme ich eine Zuschrift da des Gemeinderats von Dürrenäsch. Sehr geehrter Herr Köppel, mit Spannung wird Ihre erste Augustrede in unserer Gemeinde erwartet. Wie Sie schon erfahren haben, sind einige Bürger und Parteien damit nicht einverstanden. Der Gemeinderat Dürrenäsch ist momentan der Ansicht, dass durch die Meinungsfreiheit es Ihnen erlaubt ist, Ihre Ansichten und Gedanken, sofern im gesetzlichen und moralischen Rahmen, kundzutun. Wir bitten Sie jedoch, Ihre Erst-August-Rede nicht nur auf die großen Probleme der Ukraine zu fokussieren, sondern die Schweiz, das ist ja der Anlass, ins Zentrum zu setzen. Die Gemeinde Dürrenäsch ist gegen jeglichen Krieg und Gewalt, dies im Ukraine-Krieg wie auch anderswo, persönliches Leid wie Tod, Gewalt, Verletzung, Vertreibung kann nie toleriert werden und darf nicht einfach passieren. Somit sehen wir mit Zuversicht den 1. August und Ihrer Rede entgegen. Momentan noch. Jetzt, meine Damen und Herren, nichts gegen den Gemeinderat in Dürrenäsch. Aber das ist der Ausdruck dieser Drucksituation. Weil da draußen natürlich eben diese Guillotinengesichter sind, diese Inquisitoren, die einfach Moskau einfach rufen, wenn man die schweizerische Neutralität verteidigt. Und deshalb müssen wir uns hier auch wehren und uns für diese Meinungsäußerungsvielfalt einsetzen. Und das ist das Thema des heutigen Tages, der heutigen Diskussion, dieses Vortrags. Es geht doch hier nicht primär um Russland und die Ukraine, sondern es geht um die Schweiz. Und darum ist der Titel dieses Vortrags Schweiz, ja oder nein. Darum geht es nämlich. Darum geht es immer. Jede Generation, wir alle, haben immer wieder die Aufgabe, die Schweiz zu erhalten und zu bewahren. Die Schweiz ist, wie es heißt, eine Willensnation. Sie lebt vom Willen der Schweizerinnen und Schweizer, diese Schweiz zu leben und zu verteidigen. Und die Schweiz ist alles anders als selbstverständlich. Es ist ein Wunder, dass es die Schweiz gibt, meine Damen und Herren. Ein Land, in dem die Bürgerinnen und Bürger sich selber regieren. Übrigens, die Bürgerinnen haben auch schon mitregiert, bevor es das Frauenstimmrecht gab. Jetzt begebe ich mich hier auf ganz dünnes Blatteis. Aber bei uns zu Hause, 1971, hatte ich mich mal an eine zweite Diskussion zwischen meinem Bruder und meiner Mutter erinnern. Bei meiner Mutter, aber sagen Sie es nicht weiter, sie war gegen die Einführung des Frauenstimmrechts. Und dann hat mein Bruder, damals noch nicht ganz so lange Haare, aber auch schon längere Haare, gesagt, aber du Mami, bist du vollkommen verrückt geworden. Du bist gegen das Frauenstimmrecht. Das ist doch geisteskrank. Sagt sie, wieso? Euer Vater stimmt ja sowieso immer so ab, wie ich es sage. Also, die Frauen hatten damals durchaus, also das hilft auch schon in der Hand. Ist aber kein Plädoyer jetzt für die Rückgängigmachung des Frauenstimmrechts. Das wird jetzt sicher in den Medien nachher so dargestellt werden, das müsst ihr dann wieder korrigieren, wie diese Fake News. Nein, es geht um die Schweiz. Schweiz, ja oder nein? Wohlstand der Schweiz? Ja oder nein? Frieden und Sicherheit? Ja oder nein? Neutralität? Ja oder nein?
Und das ist das große Problem, das wir heute haben. Dieser Krieg, dieses fürchterliche Ereignis, diese Katastrophe, die ich nicht vorausgesehen habe, Putin eben gerade nicht verstanden habe, wie viele nicht, nicht ernst genommen haben. Das hat die Leute empört, zu Recht empört, nachvollziehbar empört. Das ist klar. Unsere Sympathie liegt immer bei den Angegriffenen, bei den Zivilisten, bei den Kindern, bei all denen, die zu Tode kommen, wenn da ein Goliath einmarschiert mit seinen Tanks und all diesen Waffen und so weiter. Völlig selbstverständlich, wir möchten etwas machen, wir sind außer uns vor Empörung. Dagegen ist nichts zu sagen, das ist auch nicht zu kritisieren, volles Verständnis. Aber das Problem, das wir haben, ist, dass diese Emotionalität, diese Aufwühlung, eben auch die politischen Leute, die Leute in der Führungsverantwortung der Administration, der Regierung ergriffen hat, die haben eben auch den Kopf verloren. Und der Bundesrat hat am 24.02., als dieser Krieg losgegangen ist, in einem ersten Moment die Neutralität der Schweiz noch festgehalten, in ihrem relativ umfassenden Sinne, bewaffnet, immerwährend, umfassend. Nicht voll, aber man hat gesagt, wir sind neutral. Wir machen nicht mit, auch nicht am Wirtschaftskrieg gegen Russland. Aber dann hat es gedreht, übers Wochenende, und am Montag darauf hat dann unser Bundespräsident, Außenministerin Jacek Gassis, gesagt, die Schweiz übernimmt zum ersten Mal in ihrer Geschichte, zum ersten Mal in ihrer Geschichte, 1:1 die Sanktionen der Europäischen Union gegenüber Russland. Sanktionen, die das Ziel hatten, ich komme darauf dann zurück, diese Sanktionen hatten das Ziel, erstens, diesen Krieg zu verkürzen, Putin in die Knie zu zwingen, vielleicht eine Palastrevolution in Moskau anzuzetteln, die Russen gegen Putin aufzuhetzen, seinen Aufstand gibt und seine Finanziers, die sogenannten Oligarchen, ebenfalls gegen den Mann im Kreml in Stellung zu bringen. Darum hat der Bundesrat diese Sanktionen mitgemacht. Und er hat gesagt, wenn wir neutral bleiben, dann stehen wir auf der Seite des Aggressors. Wir sind also immer noch neutral. Das ist dann der zweite Schritt gewesen. Als wir gefragt haben in Bern, ja, aber das ist ja ein Bruch mit der Neutralität, hat man uns gesagt, nein, nein, wir sind immer noch neutral. Die Schweiz ist doch neutral. Nein, wir sind Partei im Wirtschaftskrieg. Wir machen die Wirtschaftssanktionen mit dem Ziel, Russland existenziell zu schwächen, wenn nicht gar zu vernichten, ihnen den wirtschaftlichen Lebensraum, Lebensader abzudrehen. Nein, wir sind immer noch neutral. Was passierte da? Die Schweiz kommt auf die Liste der feindlichen Staaten von Russland. In Russland werden Uhren beschlagnahmt einer Schweizer Firma, Audemars Piguet, 2.500 Mitarbeiter, Rollkommandos der Russen gehen da rein, beschlagnahmen das einfach wegen angeblicher Zollvergehen. Das war eine klare Vergeltungsmaßnahme im Wirtschaftskrieg. Das wollten sie in Bern unter dem Deckel halten und haben gesagt, das ist vertraulich. Eine Firma mit 2.500 Mitarbeitern hat das gewusst. Und sie glauben in Bern, das könnte man vertraulich halten. Ist ja völlig komisch, völlig weltfremd in dem Sinne. Und ich habe dann das publik gemacht, weil ich das natürlich erfahren habe. Und plötzlich geht man dann auf den los, der es publik gemacht hat. War ja kein Staatsgeheimnis, aber man wollte nicht darüber reden. Und diese Kopflosigkeit, der Verlust der Neutralität, ist immer noch Bestand heute und das ist gefährlich, weil wir sind heute in dieser ganzen Eskalation drin. Und Sie sehen jetzt, wenn Sie anfangen, die Neutralität preiszugeben, dann geht es Schritt für Schritt weiter. Man hat gesehen, die Sanktionen, die bringen es ja doch nicht so. Putin marschiert weiter, der Krieg geht voran. Plötzlich kommen die ersten Politiker und sagen, jetzt müssen wir noch Waffen liefern. Aber Sie, Waffen liefern, das ist ja gegen die schweizerischen Gesetze. Das ist ja verboten. Wir dürfen doch diese Waffen gar nicht liefern in Kriegsgebiete. Hat übrigens der Bundesrat schon mal gemacht, bei Saudi-Arabien.
Auch so ein Skandal. Die Saudi-Araber, die führen ja einen Krieg gegen Jemen. 300.000 Tote. Da hat man auch schon Waffen geliefert. Und übrigens hat man keine Probleme, bei Saudi-Arabien um Öl zu betteln, obwohl die 300.000 Jemeniten umgebracht hat. Da ist ja offenbar nicht so schlimm, dieser Krieg. Deshalb können wir denen das Öl dann abkaufen. Also kommen die ersten Politiker und sagen, ja, jetzt müssen wir Waffen liefern. Und da kommen die Nächsten, ja, aber wenn sie die Waffen haben, müssen sie ausgebildet werden. Ah, klar, da müssen wir natürlich noch Berater schicken aus der Schweiz, die denen erklären, wie sie die Waffen bedienen müssen. Merken Sie etwas, dann sind Sie plötzlich in so einer schiefen Bahn und dann stecken Sie mittendrin in dieser ganzen Kriegsmaschinerie und die Schweiz wird dann selbstverständlich selber zum Zielobjekt. Ich habe immer auch Fragen gestellt im Bundeshaus, habe gesagt, ja, wenn, aber was macht ihr jetzt, wenn die Russen plötzlich sagen, wegen diesen Waffenlieferungen schicken wir Raketen nach Polen oder wir marschieren im Osten Polens ein? Dann ist die russische Armee in einem Nachbarland der Schweiz, in einem Nachbarland eines Nachbarlands der Schweiz, Entschuldigung, neben Deutschland. Ich meine, dann könnte die Schweiz, die ja jetzt auch noch Waffen liefern möchte, das zum Glück nicht tut, könnte ja plötzlich auch noch ins Visier der russischen Vergeltungskriegsmaßnahmen kommen. Aber nicht nur die Schweiz hat den Kopf verloren. Ich glaube auch im Westen insgesamt hat man die Situation falsch eingeschätzt. Ein Beispiel. Unsere Armeen. Wir haben die Armeen in der Schweiz, aber auch in Europa auf den Frieden ausgerichtet. Wir haben sie gar nicht mehr auf den Krieg ausgerichtet. Wir sind heute in der Schweiz nicht mehr in der Lage, uns eigentlich selber zu verteidigen. Und diese Schwäche, die ist in Deutschland auch vorhanden, die ist natürlich in vielen Ländern der Europäischen Union da. Das löst dann natürlich auch Stress aus. Und diese Panik, die man jetzt spürt, auch bei der Politik, die unsicher wird, die nicht weiß, wie sie darauf reagieren muss. Die Amerikaner haben im Grunde Putin einen Freipass gegeben in der Ukraine, das vergisst man heute auch. Joe Biden hat gesagt vor dem Einmarsch, ja, wenn ihr nicht voll reingeht, dann machen wir eigentlich nichts, hat er gesagt, vor der militärischen Operation zurückgehalten. Auch die Waffe der Sanktionen. Schauen wir uns diese Sanktionen noch einmal an. Ich habe die Ziele genannt. Beendigung des Kriegs, Putin schwächen, Regimewechsel, Frieden. Wir tolerieren nicht, dass einer einmarschiert. Keines dieser Ziele haben die Sanktionen erreicht. Keines. Wir haben immer noch Krieg. Die Russen marschieren voran. Es zeichnet sich ab, dass diese Sanktionen Russland auch nicht ausgehungert oder arm gemacht haben. Sie treffen uns möglicherweise stärker. Viktor Orban hat gerade am Freitag eine Rede gehalten, der ungarische Premier, und hat gesagt, nach seiner Beurteilung werde die Europäische Union viel härter getroffen durch die Sanktionen. Wir beobachten eine Energiekrise, eine mögliche Wirtschaftskatastrophe für die Europäische Union. In Deutschland weiß man hinten und vorne nicht, wo der Strom herkommen soll, wo das Gas herkommen soll. Die Schweiz hängt an diesen Energieversorgungsnetzen. Auch bei uns, die Politik schiebt sich gegenseitig den schwarzen Täter zu. Frau Sommaruga sagt, die Stromimporteure, die Stromgesellschaften sind schuld oder Parmalat ist schuld und der andere sagt das. Wir haben gar keinen Verantwortlichen in der Schweiz, der dafür sorgt, die Energieversorgung sicherzustellen. Ich höre aus deutschen Industriekreisen, dass das Problem dieses Strommangels infolge der Sanktionen überhaupt nicht ernsthaft angesprochen wird im Rahmen der Politik, dass man den Leuten vorgaukelt, man könne mit ein bisschen Sparen das auffangen. Da geistern ganz, ganz düstere Szenarien. Schauen wir mal die Situation in Russland an, was ist dort passiert? Putin hatte je nach Messung dieser, es gibt ja noch so halbwegs unabhängige Institute, vor Kriegsbeginn etwa 50% Unterstützung der Bevölkerung. Wir sind jetzt bei etwa 84%.
84% der Leute stehen hinter Putin. Die Sanktionen treffen die Russen auch schwer. Es ist nicht so, dass die Dänen gar nichts ausmachen. Aber da muss man wieder schauen, wen treffen sie eigentlich? Treffen nicht primär den Kreml. Der Kreml profitiert, weil wenn sie natürlich Energieträger sanktionieren, ein knappes Gut, dann wird das noch teurer. Und der Glaube, dass wenn die EU Russland das Gas und das Öl nicht abkauft, dass die dann auf diesen Beständen sitzen bleiben, ist ja Wunschdenken. Die kaufen das ab, die verkaufen das an China, an andere Länder. Und wissen Sie, was jetzt passiert? Mir hat der Chef einer Kohlefirma gesagt, einer russischen Kohlefirma, Verwaltungsratspräsident, hat gesagt, schauen Sie, das ist jetzt so, die EU darf uns nichts mehr abkaufen. Jetzt kaufen die Chinesen wie wahnsinnig unsere Kohle. Dann verkaufen die Chinesen einen Teil dieser Kohle nach Australien. Und Australien verkauft dann wieder einen Teil dieser Kohle nach Europa. Einfach zu etwa dreimal höherem Preis. Das ist auch Teil der Inflation, die wir jetzt haben. Das funktioniert. Also in Russland treffen diese Sanktionen natürlich vor allem die Firmen im privaten Sektor. Die gehen kaputt. Und was passiert dann? Dann werden sie verstaatlicht. Dann kommt plötzlich der Kreml, dann kommt Putin, der Autokrat, auch wesentliche Teile der Privatwirtschaft kontrollieren. Dann ist also jener Teil der russischen Gesellschaft, der im Grunde Träger liberaler Ideen ist, freiheitlicher Ideen, rechtsstaatlicher Ideen, die Unternehmerschicht, die wird kaputt gemacht und der Kreml wird gestärkt, Sowjetunion 2.0. Aber nicht ein altersschwaches, geriatrisches, wackeliges Gebilde, wie am Schluss unter Brezhnev, sondern ein viel stärkeres Russland mit einer Bevölkerung, wo ebenfalls alle Russen unter den Sanktionen leiden, auch die, die gegen Putin sind, auch die, die vor dem Krieg gegen Putin waren. Da haben sie dann eine Gesellschaft des Ressentiments gegen den Westen. Und was passiert in der dritten Welt mit den Sanktionen? Schauen Sie das Beispiel Sri Lanka. Das ist der Vorbote jener Probleme, die wir in der dritten Welt sehen werden. In Sri Lanka hat man aufgrund von bestimmten grünen Ideologien gesagt, wir hören auf mit Kunstdünger. Resultat, 85% der Ernten weg. Hungerkrise, Volksaufstand, Regierung weggefegt. Was passiert jetzt genau mit diesen Sanktionen? Russland, Weißrussland, Ukraine sind Großproduzenten der Düngemittel, nicht nur des Getreides, der Düngemittel. Wenn sie die Düngemittelproduktion verhindern durch Sanktionen, sei es durch Firmen, sei es durch reiche Russen, denen solche Firmen gehören, ich habe so einen Fall in der Weltwoche aufgearbeitet, dann führt das dazu, dass weniger Dünger produziert wird. Im Moment diskutieren wir über etwa 1,5 Millionen Tonnen, das in der Ukraine blockiert ist, Getreide. 1,5 Millionen Tonnen. Eine Firma, die jetzt boykottiert wird, Nummer 5 der Welt bei den Düngemitteln, produziert jährlich 20 Millionen Tonnen Dünger. Daraus entstehen 80 Millionen Tonnen Getreide. Das ist der Kalorienbedarf von 280 Millionen Menschen, die dieses Getreide nicht bekommen werden im nächsten Jahr aufgrund von Missernten. Das ist hier das ganz große Problem. Und wo trifft dieses Problem am härtesten? Wir merken das natürlich im massiv gestiegenen Rohstoffpreis, dass die Lebensmittel werden sich massiv verteuern, aber am härtesten trifft es die Menschen in der dritten Welt, weil die können sich das gar nicht mehr leisten. Das heißt, dass die Lebensmittel, die gehen ja dann dorthin, wo noch Geld ist. Das heißt, diese Sanktionen hungern die dritte Welt aus. Was passiert dann? Ja, dann werden die Leute sagen, jetzt werden wir aufgrund der Sanktionspolitik von EU, Amerika, werden wir ausgehungert in der dritten Welt. Das heißt, wir bringen diese Menschen gegen den Westen auf, gegen die demokratische Welt. Und was meinen Sie, werden die Chinesen und werden die Russen machen? Die werden sagen, seht ihr, das sind diese Heuchler im Westen. Was sind diese Heuchler da, die euch jetzt das Essen wegnehmen? Wir stärken im Grunde durch diese Sanktionspolitik, meine Damen und Herren, die undemokratische Welt, die autokratischen Staaten. Russland ist noch nie eine Demokratie gewesen in seiner tausendjährigen Geschichte. China auch nicht.
Gut, ich behaupte nicht, dass wenn Sie den Schweizer Bundesrat nach Russland oder nach China schicken würden oder mich oder einen Schweizer Politiker, dass man mit unserem System so ein Land regieren könnte. Das will ich hier nicht sagen. Aber ich bin auch ein Mensch des Westens. Ich habe kein Interesse daran, dass überall undemokratische Regime gestärkt werden durch die Dummheiten und Kurzsichtigkeiten unserer Politik. Also das ist hier eine ganz reale Bedrohung, dass diese Sanktionspolitik den Krieg nicht verkürzt, auch nicht die politischen Wirkungen hat, sondern im Gegenteil. Und drittens, und das vergessen wir jetzt, jetzt wird der Krieg verlängert. Der Krieg geht jetzt einfach weiter. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen aus unterschiedlichen Richtungen. Die haben mir gesagt, sie stellen sich auf einen langen Krieg ein. Und ganz gefährlich werde es im nächsten September. Weil dann hätten die Ukrainer sehr mächtige Langdistanzwaffen. Und die Kommandostruktur auch innerhalb der Armee ist nicht immer ganz einfach, sodass es durchaus möglich ist, dass diese Langdistanzwaffen dann Ziele in Russland treffen können, relativ weit entfernte Ziele. Das wiederum würde dazu führen, dass die Russen eine massive Antwort machen müssen. Und wenn wir hier natürlich im Westen in dieser Einstellung drin sind, die Russen zwangsläufig irgendwie jetzt da kaputt zu machen und zu besiegen, ist die Gefahr natürlich einer Eskalation dieses Krieges groß. Und da sind wir beim nächsten Punkt, wo wir aufpassen müssen, wo diese Lava der Emotionen hochspielt. Man liest jetzt überall, Putin ist ein neuer Hitler, Putin ist der neue Hitler, Putin ist wie Hitler, wir müssen jetzt wie Churchill, müssen wir jetzt rein, Blut, Schweiß und Tränen, wir müssen diesen Diktator fertig machen, wir müssen den besiegen. Das sagen mir viele Leute auch in Deutschland. Die sagen, man dürfe nicht verhandeln mit dem. Das ist völlig falsch. Und ich respektiere dieses Argument. Ich sage, ja gut, wenn du der Meinung bist, dass Putin ein neuer Hitler ist und das machen wird, was Hitler gemacht hat, der hat 27 Millionen Russen umgebracht, 6 Millionen Juden und so weiter, wir müssen das nicht durchgehen. Ja, aber dann dürft ihr ja nicht einfach nur Wirtschaftssanktionen machen. Dann müsst ihr ja mit den Armeen, dann müsst ihr mit den NATO-Bodentruppen hingehen. Da kann man das nicht einfach mit dem Joystick aus der geheizten Stube in Berlin oder aus Washington führen, den Krieg. Da muss man bereit sein, in den Krieg zu ziehen, aber das sind sie ja dann auch nicht. Und da merkt man, dass hier die Rhetorik vielleicht nicht ganz so ernsthaft gemeint ist. Und wenn man das alles zusammennimmt, was ich jetzt gesagt habe, dann beobachte ich, das ist aber meine Meinung, Sie haben vielleicht eine andere, aber meine Beobachtung ist, dass wir im Westen eine große strategische Unentschlossenheit haben, eine Verwirrtheit, die natürlich auch in der Schweiz, Stichwort Neutralität, ganz klar da ist und dass wir wieder zurückkehren müssen zu einer klaren Beurteilung unserer nationalen Interessen, sowohl in der Europäischen Union, aber auch in der Schweiz. Und was ist unser Interesse, meine Damen und Herren? Was haben wir für ein Interesse in der Schweiz? Was habe ich für ein Interesse? Als Vater von vier Kindern, die noch in die Schule gehen, möchte auch nicht, dass die in der größten Wirtschaftskatastrophe der Nachkriegszeit aufwachsen müssen. Ich habe ein Interesse, dass es bald möglichst Frieden gibt. Und wenn Sie den Frieden, ja, dass es bald möglichst Frieden gibt. Und wenn Sie den Gegner militärisch und sanktionspolitisch, waffenlieferungsmäßig, nicht besiegen können oder wollen, dann müssen Sie verhandeln, auch wenn der andere der schlimmste Mensch auf dieser Welt ist. Dann müssen Sie verhandeln. Und dann müssen Sie wieder in eine Position kommen, wo Sie einen Kompromiss versuchen zu erarbeiten. Dann können Sie eben nicht alles nur schwarz-weiß machen. Ich glaube, wir müssen auf, das ist meine Sicht, in diese Richtung arbeiten. Und jetzt kommt die Schweiz wieder mit ihrer Neutralität. Wenn die ganze Welt sich zu einem Gegensatz verkrallt, verbetoniert, nur noch die Kriegsfronten da sind, alle in den Schützengraben steigen, der eine sieht im anderen den Hitler und der andere sieht im jenen den Teufel, dann können Sie keinen Kompromiss mehr machen. Dann ist am Schluss nur noch Krieg, bis nur noch einer am Boden liegt. Und in so einer Situation
braucht es ein neutrales Land, einen weißen Fleck, das von beiden Seiten, von den Guten und von den Bösen, ich übernehme die Rhetorik hier jetzt der anderen, das von den Guten und den Bösen als neutral angeschaut wird, das eben nicht Partei ist im Krieg, das nicht Partei ist im Militärkrieg und nicht Partei ist im Wirtschaftskrieg. Und dieses Land, meine Damen und Herren, war über die letzten Jahrhunderte immer die Schweiz. Und diese Neutralität ist vielleicht die Qualität unseres Staates, nicht unserer Gesinnung. Die Schweiz war nie meinungsmäßig neutral. Meinen Sie, die Leute waren neutral gegen Hitler im Zweiten Weltkrieg? Wir haben Hitler gehasst in der Schweiz. Meine Familie ist aus Auslandschweizer, die sind aus Königsberg hierher geflohen. Die haben das erlebt, diesen Wahnsinn, was da in Deutschland passiert ist. Wie die Deutschen nicht nur ihr Land kaputt gemacht haben, diese Regierung, dieses Regime, sondern wie diese Spinner, diese ideologischen Wahnsinnigen. Auch nach dem Motto, wir schaffen das, wir können die ganze Welt erobern. Politische Größenwahn, Abschaffung der Demokratie. Plötzlich entscheidet eine wild gewordene Clique völlig losgelöst im Führerbunker. Das passiert, das kann übrigens in jedem Land passieren. Wenn die Politik nicht mehr kontrolliert wird, wenn sie keine Demokratie mehr hat, wenn die Machtklicke oben das Volk einfach schikanieren und ins KZ stecken kann, jeden Oppositionellen, und keine abweichenden Meinungen mehr duldet, das ist der Moment, wo die Politik abhebt, ihre Macht missbraucht und wo das endet, haben wir gesehen. Also die Schweiz war mentalitätsmäßig, meinungsmäßig nie neutral. Aber als Staat waren wir neutral. Als staatliche Maxime. Und ich habe da für Sie noch ein paar Zitate herausgesucht, um das an Landesgrenzen. Keine Teilnahme an Wirtschaftssanktionen, uneingeschränkte Neutralität und Gleichbehandlung aller Kriegsparteien. 1939, Willy Bretscher in der NZZ. Ich habe kürzlich mal einen Artikel in der NZZ geschrieben über die Neutralität. Dann habe ich dieses Zitat von Bretscher erwähnt. Das haben sie mir dann rausgestrichen, weil es vielleicht ein bisschen unangenehm war, als sie daran erinnert wurden, dass ein früherer Chef und einer der bedeutendsten der Geschichte der NZZ eine ganz andere Position vertreten hat als die heutige Chefredaktion der NZZ. Sagen alle, das ist eine Zeitenwende. Putin und Hitler kann man nicht vergleichen. Ja, ist Putin schlimmer als Hitler? Ist dieser Angriffskrieg ein anderer Angriffskrieg als den, den die Deutschen geführt haben, unter dem Gesichtspunkt dieser Neutralitäts- und Sicherheitspolitik? 1942, als die Deutschen Europa erobert haben, nach der Niederlage Frankreichs, Russlandfeldzug noch nicht vorbei, die Schweiz umzingelt, der Bundesrat musste damals die Neutralität aufweichen, hat den Schweizer Unternehmen befohlen, Befehle des Bundesrates, übrigens auch an die Waffenfabrik Oerlikon, Maschinenfabrik Oerlikon, Bühler, die Waffenfabrik, hat gesagt, jetzt müsst ihr auch den Deutschen liefern, hat der Bundesrat befohlen. Warum? Weil wir sonst keine lebenswichtigen Rohstoffe in die Schweiz mehr importieren können. Also der Bundesrat hat damals die Neutralität relativiert, aber er hat nicht das aus dem Geist herausgetan wie heute, dass die Neutralität vorbei sei, sondern hat das getan, weil die Gefahr bestand, dass die Schweiz verhungern könnte. Heute in den Medien überhaupt nicht so dargestellt, wenn Sie darüber lesen. Also Sie haben gehört, die Schweiz war ja noch nie neutral, die Schweiz hat sich noch nie neutral verhalten, also können wir die Neutralität heute aufgeben. Das ist wie wenn Sie sagen würden, die Polizei kann auch nicht alle Räuber fangen, also schaffen wir die Polizei ab. Das wird auch historisch falsch dargestellt, meine Damen und Herren. Und damals, 1942, in dieser Kritik hat FDP-Bundesrat Walter Stampfli eine große Rede im Bundeshaus gehalten. Eine Rede, wie man sie heute nicht mehr hört. Da hat Stampfli gesagt, auch auf die Kritik hin, der Deutschen vor allem, dass man viel zu wenig für die Deutschen mache. Stampfli übrigens ein ganz harter Verteidiger der Schweiz. Ist überliefert, dass die deutschen Unterhändler der Nazi-Regierung, die dann in Bern waren und bei Stampfli, dass der die regelrecht zusammengeschrien hat, wenn die im Büro waren. Bekam so cholerische Wutanfälle.
mussten die vielleicht die anderen, mussten ihnen die Kollegen eine Beruhigungstablette geben, wenn da ein paar gekommen sind. Also ist gar nicht im Verdacht, da irgendwie ein Nazi-Versteher gewesen zu sein, im Gegenteil. Und dieser Stampfli hat in einem bedeutenden Auftritt im Bundeshaus gesagt, mich interessiert nicht, was kommende Generationen über mich sagen werden als Politiker. Mich interessiert nur, dass die Schweizer genügend Essen auf dem Teller haben und genügend Kohle im Keller, damit sie heizen können. Das war der Satz. Also die Neutralität, so gut es geht, zu verteidigen. Und was heißt denn Neutralität? Was ist denn diese bewährte Neutralität? Heute gibt es ja alle möglichen Neutralitäten, von kooperative Neutralität, aktive Neutralität. Immer wenn Sie ein Adjektiv vorne angestellt wird, können Sie sagen, das ist das Gegenteil der Neutralität. Sonst müsste man ja kein Adjektiv davor stellen. Die Neutralität bedeutet für mich, und auch für Professor Edgar Bonjour, der das große Buch über die schweizerische Neutralität geschrieben hat, einen Mehrbänder. Schweizerische Neutralität ist immerwährend, also nicht wie in Schweden, von Fall zu Fall, oder Österreich, immerwährend. Sie ist bewaffnet. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, uns selber zu verteidigen, glaubwürdig. Und drittens, sie muss umfassend sein. Das heißt also militärische und zivile wirtschaftliche Neutralität umfasst. Und das ist in Vergessenheit geraten, meine Damen und Herren. Und darum ist es mein Anliegen und auch mein Bestreben in der Politik, darauf hinzuwirken, dass wir dieses Neutralitätsverständnis wieder zurückbringen. Denn das hat zwei Auswirkungen im Land. Sicherheitspolitisch, nicht auf der Zielscheibe, nicht auf der Feindesliste anderer Staaten. Und zweitens ist diese Neutralität eben nützlich für die Welt, weil man sich hier wieder die Kriegsparteien begegnen können und beide Seiten miteinander einen Kompromiss schließen können. Und wissen Sie, wir lesen jetzt viel über Gräueltaten in diesem Krieg. Und das ist schlimm. Ich meine, es ist ein fürchterlicher Krieg. Das ist ein Krieg jetzt in der Ukraine mit zum Teil Partisanenkrieg. Wir haben Menschenrechtsverletzungen gegenüber der Zivilbevölkerung. Das ist fürchterlich. Und dann haben Sie eine riesige, natürlich auch Auswertung und Propaganda um all diese Dinge. Da wäre doch eine neutrale Schweiz auch sehr gut, um das abzuklären. Ein IKRK. Und ich höre auch aus den Kreisen des Roten Kreuzes aus der Schweiz, die sagen, wir leiden darunter, dass der Bundesrat die Neutralität preisgegeben hat. Meine Damen und Herren, es gilt ja das Motto, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Und ich höre meine Vorträge nie auf in der Feststellung, dass alles den Bach runtergeht, das ist nämlich falsch. Es gibt Lichtblicke. Es gibt auch Positives in dieser Zeit. Ich bringe am Schluss jetzt das Positive. Das erste Positive, was wir haben, ist, dass wir durch diesen Krieg, durch diesen Realitätsschock aus dieser Illusionsblase einer wohlstandsverwahrlosten Politik herausgeholt werden. Es ist wie wenn Sie kalt duschen. Plötzlich sehen Sie wieder klar. Übrigens auch nicht ich. Ich rege mich über das gar nicht auf, weil das ist ja menschlich. In guten Zeiten, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Dann wirst du übermütig, wirst du leichtsinnig, machst du an, politische Dummheiten zu machen. Und dann kommt plötzlich der Kälteschock. Wir realisieren wieder, wir brauchen eine Armee. Die Armee muss zurückkommen. Die Wirtschaft geht das Loch herunter. Plötzlich merken die Leute, ja, ist das jetzt wirklich eine gute Idee, wenn wir die ganze Energie verbieten, um das Klima zu beeinflussen in 100 Jahren, das Weltklima. Vielleicht müssen wir uns wieder mit der Wirtschaftspolitik auseinandersetzen. Vielleicht müssen wir uns wieder mit den Arbeitsplätzen auseinandersetzen. Also eine Rezession, in der wir bereits sind, eine Inflation, führt natürlich auch dazu, dass solide Werte, bürgerliche Werte wieder an Raum gewinnen in der Politik. Also da darf man nie verzweifeln. Und ich weigere mich immer, wenn man sagt, es ist heute eine so schlimme Zeit, viel schlimmer als früher. Es war immer schon schlimm. Und ich lese ja manchmal auch die Bibel. Wenn Sie das Alte Testament anschauen, da muss man ja eigentlich jeden Tag Danke sagen, dass es uns immer noch gibt.
Ich meine, die Menschheit ist ja mehr oder weniger pausenlos damit beschäftigt, immer wieder dem falschen goldenen Kalb hinterher zu rennen. Also für mich ist das fast schon ein Gottesbeweis, dass die Menschheit immer noch existiert. Weil wenn es nichts gäbe, eine gütige Vorsehung, ich glaube, wir hätten uns schon längstens umgebracht auf diesem Planeten. Aber das ist jetzt keine gesicherte Erkenntnis, das ist jetzt eine persönliche Meinung. Aber das stimmt nicht zuversichtlich. Wir sind Weltmeister darin, Katastrophen zu verursachen, aber wir sind bis jetzt auch immer noch die größeren Weltmeister gewesen, diese Katastrophen auch selber wieder in die Hand zu nehmen. Und für die Schweiz gilt, das ist der nächste Lichtblick. Der Schweiz kann ja gar nichts gefährlich werden. Kein Putin, keine EU, niemand. Das Einzige, was der Schweiz gefährlich werden kann, wissen Sie, wer das ist? Das sind die Schweizer. Das sind wir selber. Wenn wir aufhören, der Schweiz Sorge zu tragen und das zu machen, was die Schweiz eben ist, die erfolgreichste und älteste Selbsthilfeorganisation der Welt. Wir sind die älteste Selbsthilfeorganisation der Welt, wir helfen uns selbst. Ja, kommt ein letzter Lichtblick. Der entscheidende. Die Schweiz hat die Neutralität schon einmal preisgegeben. In den 30er Jahren. Es war ein Tessiner Bundesrat. Giuseppe Motta, der hat gesagt, wir gehen in den Völkerbund, die damalige UNO. Und er wusste, dass die Schweizer Gründungskantone, die Urschweizer Kantone, Uri, Schweiz und Unterwalden, waren gegen den Völkerbund-Beitritt der Schweiz. Er hat gesagt, das geht nicht, da können wir ja nicht mehr neutral sein, weil der Völkerbund verhängt Wirtschaftssanktionen. Der Völkerverbund, der Völkerbund salbt die Schwerter für den gerechten Krieg. Da hat doch die Schweiz nichts zu suchen. Hat da jemand UNO-Sicherheitsrat gesagt? Hier gleich immer. Geht doch nicht. Aber Giuseppe Motta, ein charismatischer Tessiner, hat die Schweiz in den Völkerbund geführt. Und dann, was ist passiert? Mussolini, der Cäsar seiner eigenen Fantasie, Herr Alexander der Große, gemäß seiner eigenen Einbildungskraft, ist in Abessinien einmarschiert, Abessinien erobert. Dann hat der Völkerbund gesagt, jetzt gibt es Wirtschaftssanktionen gegen Mussolini. Bundesrat, Wirtschaftssanktionen machen, ihr seid ja Völkerbundmitglied. Wissen Sie, was Mussolini da gesagt hat? Wenn die Schweiz Wirtschaftssanktionen ergreift gegen Italien, dann stehen meine Soldaten morgen im Tessin und greifen wir euch an. Und jetzt kommt das eigentlich das Wahnsinnige, das Wunder. Giuseppe Motta war auch der Bundesrat der Tessiner, der den Irrtum erkannt hat und die Schweiz wieder zurückgeführt hat zur integralen, umfassenden, bewaffneten und immerwährenden Neutralität. 1938, wo ich dieses Zitat aus dem damaligen Bundesratsprotokoll vorgelesen habe, und auch Willy Bretscher hat diesen Entscheid, die Rückkehr zur Neutralität in der NZZ, als ein Beispiel für weise Staatskunst bezeichnet. Also, meine Damen und Herren, wir haben auch heute wieder einen Tessiner Außenminister. Ignazio Cassis, und ich sage Ihnen, es ist nicht ausgeschlossen, dass Ignazio Cassis, der Mann, der uns in den UNO-Sicherheitsrat geführt hat, wo wir gar nichts zu suchen haben, der Mann, der die Neutralität für den Preis gegeben hat, gegenüber Russland jetzt, in diesem Krieg, dass dieser Mann seine Fehler erkennt und die Schweiz auch wieder zurückführt zur Neutralität, wie sie eben gelebt werden muss. Ignazio Cassis muss ja nicht gleich 29 Jahre im Amt bleiben, wie Giuseppe Motta. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.